Also ich bin in Kontakt mit dem Privatzoo bei Barcelona, es ist unweit weg. Wir wollen aus Datenschutzgründen und auch aufgrund des großen Presseaufkommens relativ wenig darüber sagen. Ich habe Bilder und Videos gesehen und auch mit dem Betreiber telefoniert. Es ist eine sehr gute Einrichtung, die einen adäquaten Tierbestand beherbergt. Also es sind nicht wenig Tiere, aber es ist auch nicht extrem viel. Es ist eine gute Einrichtung. Ich habe Bilder von dem neuen Gehege von Lea gesehen, wo sie auch mit Artgenossen zusammenkommt. Und es ist ein Gehege, was mehrere tausend Quadratmeter hat. Man merkt jetzt, dass die Lea, ja, ich sag mal, ins Pflegealter kommt. Sie hat jetzt ein Gewicht von 19 Kilo erreicht aktuell. Wir haben sie heute Morgen gewogen. Sie frisst momentan zwischen 1100 und 1500 Gramm Fleisch pro Tag. Die Ernährung haben wir am Anfang mit Hackfleisch gemacht, denn wir mussten ja auch gucken, dass wir Kalzium, Spurenelemente, Vitamine in das Futter reinbekommen. Das geht am besten über Hackfleisch. Später dann über Gulasch auf feste Nahrung um. Mittlerweile frisst sie auch Mäuse, frisst auch Ratten, damit der Kalziumanteil auch gedeckt ist. Also die Ernährung muss man da ein bisschen anpassen. Das funktioniert auch sehr gut. Aber Lea braucht Spielgenossen und Artgenossen. Das merken wir auch. Sie spielt momentan mit unserem Hund und sie spielt auch mit uns. Das ist wichtig in der Prägephase, dass sie da auch sich behaupten kann. Und ehrlich gesagt, der ein oder andere Kratzer ist bei mir, bei meiner Frau nicht ausgeblieben, auch beim Hund nicht ausgeblieben. Deswegen ist es jetzt auch zeitig, dass sie eher zur Artgenossen kommt, wo sie sich behaupten kann und auch ja, darstellen kann, dass sie Löwe ist und vor allem auch ja, die löwische Sprache lernt. Momentan ist es so, wenn unser Hund bellt, versucht Lea ein Stück weit mitzubellen. Das ist die Prägezeit und deswegen sind wir ganz froh, dass Lea ja, im Laufe der Woche noch auf ihre Reise geht.